The death of Osama bin Laden in his house in Abbottabad, Pakistan. Der Tod Osama bin Ladens in seinem Haus in Abbottabad, Pakistan, bedeutete das Ende einer langen Vorstellung, deren wichtigstes Instrument das Bild war. Allerdings war die Leiche des Al-Qaida-Führers nicht zu sehen, sein Sarg wurde im Meer versenkt. Die amerikanischen Medien, die das Zeitalter der Live-Berichterstattung eingeläutet hatten, waren ohnmächtig und blind angesichts der Szene am Ende einer vieljährigen Konfrontation, die mit den tragischen Ereignissen am 11. September 2001 in New York ihren Höhepunkt erreicht hatten. Der Körper Bin Ladens blieb im Dunkeln. Und das größte Abenteuer im Zeitalter des Bildes endete bildlos. The fact that the Americans gave Osama the nickname of Die Tatsache, dass die Amerikaner Osama den Codenamen Geronimo gaben, stellt dabei ein bedeutsames Detail dar. Die Jagd nach Osama in den Kontext der Geschichte des letzten Kämpfers den Native Americans zu stellen, führt nicht nur in die Irre, sondern illustriert auch das strukturelle Missverständnis in der Geschichte vom Kampf der Kulturen nach dem Ende des Kalten Krieges. Damit will ich nicht sagen, dass die tragischen Ereignisse, die am 11. September ihren Ausgang nahmen, nicht real gewesen wären, sondern nur eine blutige Fernsehsoap. Blut ist real und menschliches Leiden ist mehr als ein Bild vom Schmerz. Ich behaupte jedoch, dass dieses Missverständnis bewusst war und den Kriegstreibern in den USA ebenso diente wie den fundamentalistischen Dschihad-Gruppen und so der sogenannte Kampf gegen den Terror in den Rahmen eines neuen Krieges der Kreuzzügler eingebettet werden konnte. George W. Bush sprach als erster vom Kreuzzug, um einen Diskurs zu rechtfertigen, der die Realität deckeln wollte, dass Al-Qaida das letzte Phänomen des Kalten Krieges war, um den USA einen Vorwand zu liefern, in den Irak einzumarschieren, um den sogenannten neuen Mittleren Osten zu formulieren und den Kampf von Generationen arabischer Intellektueller für die Demokratie zur reinen Farce zu machen. Kehren wir zurück zu den Anfängen des Prozesses, der mit der Entstehung von Al-Qaida und den Taliban begann. Beide Organisationen bewegen sich im Rahmen der gleichen Ideologie, doch formulierten sie während des Afghanistan-Krieges gegen die sowjetische Invasion unterschiedliche Strategien und Ziele. Die Koalition, die Saudi-Arabien und Pakistan unter amerikanischer Führung bildeten, war nichts als die Verbindung von Fundamentalismus und Petrodollars. Wahhabismus war die Ideologie, die zur kulturellen Dominanz der arabischen und islamischen Welt genutzt wurde. Eine Ideologie, die die arabischen Nahdawis, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert für eine Modernisierung des Islam stark gemacht hatten, als Rückfall in eine abgeschottete und fanatische Interpretation des Islam gesehen wurde. Dies führte zum Erstarken der saudischen Könige Anfang des 20. Jahrhunderts in Arabien. Es war fürwahr ein seltsames Bündnis, das die stabile amerikanisch-saudische Allianz krönte und das, was der syrische Philosoph Sadiq al-Azm als saudische Ära der arabischen Welt bezeichnete, zu einem internationalen Phänomen machte. Der pakistanische Autor und Politologe Iqbal Ahmad war der Erste, der sich in den frühen 1990er Jahren davon abwandte und argumentierte, dass dieses Bündnis in Amerika selbst zu einer Katastrophe führen würde. Doch niemand hörte auf ihn. Im Gegenteil. Die neue Welt des Islam erlaubte dem amerikanischen Establishment, den alten sowjetischen Feind durch einen neuen islamischen zu ersetzen und damit den Kampf zwischen den Bösen und den Guten auf eine neue Grundlage zu stellen.
Geronimo wird in diesem Zusammenhang eingesetzt. Das traurige Vermächtnis des letzten Apache-Kämpfers wird zum allegorischen Ende des Kampfes gegen den Terror. Interessant ist dabei, dass der Diskurs der Fundamentalisten sich Identitätselemente der Orientalisten einverleiht, wie Edward Said in seinem Meisterwerk Orientalism brillant analysiert. Es ist ein großes intellektuelles Gemisch, das zu einem umgekehrten Orientalismus extremster Prägung führt. Der Orient als erfundenes Konzept, um etwa Zeits Worte zu verwenden, strickt seine eigene Identität und Authentizität aus dem, was als Grund für seine Stagnation und Rückständigkeit angeführt wird. Ein Jahrzehnt ideologischen Krieges zwischen imaginären Identitäten prägt den Anfang des 21. Jahrhunderts und das Blut der Opfer blendet den Blick der Kameras. War Osamas Tod das symbolische Ereignis, das das Ende dieses riesigen Krieges einläutet, der die Weltnachrichten beherrscht? Physisch starb Osama am 2. Mai 2011, doch symbolisch fand sein Leben bereits 3 Monate zuvor sein Ende, als die Welle der arabischen Revolution auf dem Tahrirplatz in Kairo das Ende der despotischen Regimes der arabischen Welt erklärte. Der 11. Februar 2011 war die Antwort auf den 11. September 2001. Der Wandel kam nicht durch Gewalt, sondern durch eine friedliche Revolution. Der Terror war nicht nur ein amerikanisches Instrument bei der Invasion des Irak im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus, sondern auch das Instrument der Diktaturen in der arabischen Welt, die den Arabern immer wieder suggerierten, dass es für sie nur 2 Optionen gäbe, Diktatur oder islamischen Fundamentalismus. Das war die Realität, die aus dem Schutt des 11. September erwuchs. Man marschierte in den Irak ein und die arabische Welt musste die Tatsache akzeptieren, dass Stabilität das Mittel gegen den Fundamentalismus ist. Diese Stabilität ließe sich jedoch nur gewährleisten, so hieß es, wenn die Militärjuntas und Mafias weiterhin über die arabische Welt herrschen würden. Festzuhalten ist, dass die amerikanische Invasion des Irak und der Terror, der auf sie folgte und das Land an den Rand eines latenten Bürgerkriegs brachte, dieser neuen Logik Glaubwürdigkeit verlieh. Regimes wie das Mubaraks oder Ben Alis oder der Dynastie Assad wurden legitimiert. Sie galten als Garanten der Stabilität. Ihre Rolle galt es zu bewahren und zu stärken aus Angst vor einer Welle dschihadistischer Fundamentalisten. Dabei war diese neue Gleichung nicht spontan. Sie verteidigte und respektierte die Interessen der Hauptakteure. Sie versuchte, den palästinensischen Kampf gegen die israelische Besatzung zu delegitimieren, indem sie ihn als Terrorismus brandmarkte. Die längste Besatzung in der modernen Weltgeschichte wurde verschleiert. Und das palästinensische Opfer war zum Schweigen verdammt in diesem Tal der Echos der Stimmen George Bush und Osama bin Ladens. Die immerwährende Nakba, die 1948 mit den ethnischen Säuberungen in Palästina begonnen hatte, um mit den Worten des israelischen Professors für neue Geschichte Ilan Papir zu sprechen, mit ihren schrecklichen Konsequenzen für die Westbank, Gaza und Jerusalem, die Landnahme palästinensischer Territorien, die Grenzposten und die Mauer gerieten ins Vergessen und wurden vom Kampf gegen den Terror überschattet. Der lange Krieg, der die USA, die arabische Welt und Europa überzog, hinterließ Tausende unschuldiger Opfer und demonstrierte, dass die herrschenden Mächte die Gegenwart mit Blut besudeln und dass das Identitätsparadigma ein vernichtendes sein kann. Identität kann nur ein Instrument
des Missverständnisses sein. Das Wecken des Monsters der Identität ist dabei nicht ein schlichtes Phänomen, denn dieses wurzelt zugleich in der politischen und kulturellen Leere, die nach dem Scheitern der nationalen Befreiungsbewegungen in der arabischen Welt und der Herrschaft der Despoten, die zu Bündnispartnern des Westens führte, entstand. Von Ben Ali bis Mubarak. Betonenswert in diesem Zusammenhang ist, wie die Westmächte dieses Phänomen ausnutzen, um den Status quo that participated zu directly or indirectly in leading the Arab world. Damit haben sie direkt oder indirekt where despotic regimes continue daran, their politics of oppression, dass die arabische Welt eine Arena bleibt, in der despotische Regimes ihre unterdrückerische Politik betreiben, die lange Komplizenschaft Europas und der USA unterminieren den Menschenrechtsdiskurs und treiben die arabischen Kämpfer für die Demokratie in eine Sackgasse. Können wir diese Dekade als Missverständnis beschreiben oder müssen wir die verschiedenen Ebenen der kollektiven Angst freilegen, die Konsequenz der Identitätspolitik sind, um diese dunklen Jahre zu verstehen? I would suggest that what I call here misunderstanding is a misunderstanding. Oder müssen wir die verschiedenen Ebenen der kollektiven Angst freilegen, die Konsequenz der Identitätspolitik sind, um diese dunklen Jahre zu verstehen? Dieses Missverständnis ist, so meine ich, ein verkapptes und irreführendes Verständnis für zwei Ängste. Zum einen die Angst vor dem Islam, die im neo-orientalistischen Diskurs gründet, der das Bild der arabischen Welt als Feind von Rationalität und Moderne reproduziert. Die Vorstellung, es gäbe finale, abgeschlossene Identitäten, ist selbst ein altes und neues Bild der von Barbaren belagerten Stadt Rom, um die Analogie des israelischen Historikers Benny Morris zu zitieren. Dieser Diskurs weigert sich, das Phänomen des internationalen Dschihadismus in seinem konkreten Zustand zu analysieren und geht davon aus, dass der neo-wahhabistische Diskurs Osama bin Ladens das tiefe Unterbewusstsein der Muslime repräsentiert. Ein Feind wie Al-Qaida liefert den Neokons, den Neokonservativen in den USA, den Vorwand, gedeckt von der falschen Behauptung, das Land verfüge über Massenvernichtungswaffen in den Irak einzumarschieren und eine Terrorwelle in Gang zu setzen, die CIA und nach der Erkenntnis vieler Länder der Erde, vor allem der arabischen Welt, bündelt. Aus dem Geheimkrieg gegen den Terror wird so eine Zeit ungebremster Unterdrückung und Einschüchterung. Diese Angst wurde zum wichtigsten Instrument der despotischen Regimes in der arabischen Welt, die ihre Terrorpolitik gegen ihr eigenes Volk weiter betrieben und einsetzten, um jeden Kampf für die Freiheit zu unterlaufen. Zweitens, die Angst um Israel mit der Annahme, dass ein radikaler Wandel in der arabischen Welt die Sicherheit Israels bedrohe. Die israelische Regierung vertrat als erste diese Hypothese. Die einzige Demokratie in Nahost stützte bis zum letzten Augenblick den ägyptischen Diktator. Also glauben Sie nicht, was Netanyahu im Kongress sagte. Diese Behauptung geht davon aus, dass demokratischer Wandel im Nahen Osten den Frieden zwischen Israel und Ägypten bedrohe und damit die Region in den alten Kreislauf der Kriege zurückfällt. Sie berücksichtigt jedoch nicht, dass es in der Region keinen Frieden gibt. Können wir die Besatzung als Frieden bezeichnen? Und wie qualifizieren wir den Krieg gegen den Libanon 2006 oder den Krieg gegen Gaza 2008-2009? Es ist faszinierend zu beobachten, wie ein Diskurs manipuliert wird und wie das israelische Establishment immer wieder Gründe findet, um die Besatzung zu rechtfertigen und den Friedensdiskurs auszuhöhlen und bedeutungsleer zu machen. I will argue that these two fears, ich sage,
dass diese beiden Ängste real sind und in der politischen Realität der Region wurzeln und in diesem Kontext analysiert werden müssen. Die islamischen Mächte sind Teil der politischen Szene, wo immer es demokratischen Wandel gibt. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass der Fundamentalismus dominiert. Wenn die arabische Welt einen demokratischen Prozess beginnt, dann wird dieser seine eigenen Gesetze schaffen. Die Demokratie kann kein Werkzeug in den Händen eines autokratischen Regimes sein. Auch diese Aussage ist richtig. Andererseits ist die Demokratie auch kein Wundermittel, sondern ein historischer Prozess. Dieser Prozess, der das politische Leben der arabischen Welt in den 1930er und 40er Jahren bestimmte, und nach der palästinensischen Nakba 1948 durch Militärputsche zerstört wurde, kann den Demokraten der arabischen Welt Quelle großer Hoffnung sein. Das Vermächtnis der Waffenpartei in Ägypten, die während der Revolution 1919 unter der Führung von Saad Zaghloul den Unabhängigkeitskampf anführte, lebt weiter in der ägyptischen Erinnerung. Der Kampf um die Demokratie ist nach jahrzehntelanger Diktatur nicht einfach. Die Institutionen der Zivilgesellschaft wurden systematisch zerstört. Wenn aber andererseits das israelische Establishment die Besatzung fortsetzen will, dann muss es in der Tat den demokratischen Wandel in der arabischen Welt fürchten. In den Debatten über die Fortsetzung der Okkupation palästinensischer Territorien und der syrischen Golanhöhen kritisierten arabische und palästinensische Intellektuelle die USA und Westeuropa für deren Unfähigkeit, Druck auf Israel auszuüben, damit dieses die Besatzung beende. Diese Unfähigkeit bzw. dieser Unwillen ist ein Faktum, das wir berücksichtigen müssen. Allerdings blendet diese Argumentation die absolute Ohnmacht der arabischen Regimes aus. Im Gegensatz zu Diskursen und Propaganda waren die herrschenden Klassen der arabischen Welt weder willens noch fähig, auf Israel Druck auszuüben. Despotische Regimes mussten Hilfe von außen holen, nachdem sie ihre Legitimität zu Hause verloren hatten. Und sie konnten so nicht länger ihre Rolle in der Region im Kampf für einen gerechten Frieden in Palästina spielen. Die arabische Friedensinitiative von 2002 war nichts als Worte, denn sie ging nicht mit einer Strategie zu ihrer Umsetzung einher. Das einzige Ziel, das die Regimes noch verfolgen konnten, war der Machterhalt. Die einzige Strategie bestand darin, sich im Ausland Legitimierung zu holen, entweder in der Terrorbekämpfung, das ist dann das Beispiel Ägypten, oder durch die mündliche Verpflichtung gegenüber dem Widerstand, das wäre dann Syrien. Die regionale Szene Arabiens verlor in dem Maß an Bedeutung, in dem Iran und Türkei versuchten, die Leere zu füllen, das Vakuum zu füllen, entsprechend ihren Agendas und durch das Einfallstor Palästina. Das muss sich ändern mit dem demokratischen Wandel. Und insofern ist Israels Skepsis durchaus angebracht. Die erste Maßnahme, die von einer frei gewählten Regierung erwartet wird, ist echter Fortschritt hin zum Frieden, der ohne ein Ende der langen Besatzung von Westbank, Gaza und Ost-Jerusalem und eine gerechte Lösung für das Flüchtlingsproblem nicht denkbar ist. Wenn Israel Frieden will, wird die demokratische arabische Welt ein echter Partner sein. Wenn die israelische Politik ihre Herrschaft über die besetzten Gebiete jedoch fortschreibt, ihre Landnahme weiterbetreibt und den Ausbau der Siedlungen fortsetzt, spielt Israel nicht nur mit dem Schicksal der arabischen Welt, sondern schafft ein System, das die eigene Zukunft bedroht. Es schafft dann ein Apartheidssystem. Theoretisch hätten diese Missverständnisse am 11. Februar 2011
beenden müssten, als die ägyptische Revolution Mubarak zum Rücktritt zwang. Was wir als arabische Revolution oder den arabischen Frühling bezeichnen, kam überraschend nicht nur für die Welt, sondern auch für die Araber selbst. Alles begann in einer kleinen Stadt in Tunesien, von der ausgehend die Flammen des Muhammad Bouazizis die arabische Welt mit ihrer Wut überzogen. Das in Tunesien geprägte Motto wurde zum zentralen Ruf in Ägypten, Bahrain, Jemen, Libyen und Syrien. The slogan says, the people demand the fall of the regime. Das Volk fordert den Sturz des Regimes. Der Satz selbst stammt aus einem Gedicht des tunesischen Poeten Abu al-Hassim al-Shabi und eint die verschiedenen Revolutionen. Al-Shabi, der bereits mit 25 Jahren starb, pries in seinem Gedicht den Willen des Volkes. فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. If the people want to live, wenn das Volk leben will, wird das Schicksal antworten. Darkness will disappear. Die Dunkelheit schwindet. Chains Ketten will werden zerbrochen. His words will for, seine will Worte in den Volksprotesten in the popular sind ein weiteres neues Phänomen. Maybe zum ersten Mal in der Geschichte die Demonstrators verwendeten Demonstranten einen Satz in klassischem Arabisch und nicht slogan, in dem Arabisch, das sie sonst sprachen, we are not in the nationalistic an ihren era. Orten, in ihren Städten. The new unity dieses of the von allen geteilte Motto soll uns jedoch nicht täuschen. Die nationalistischen Jahre sind vorbei. Die neue Einheit der arabischen Welt wird in der Vielfalt gründen. Dies sind Revolutionen, nicht eine Revolution. Und insofern schaffen sie, was wir pluralistischen Arabismus nennen können. Ein Konzept, das nicht von Ideologie diktiert wird, sondern die Folge von Empathie und Solidarität ist. What are the motives of welchen Motiven folgen diese Revolutionen? Sind es die Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit oder das Gefühl, der herrschende Diskurs sei vorbei? Ist es ein Versuch, Selbstrespekt zurückzugewinnen oder eine Konsequenz der sozialen Medien? All dies können Gründe sein. Doch der Motor ist vor allem die individuelle und kollektive Würde. Während der langen syrischen Herrschaft im Libanon las man immer wieder einen bizarren Slogan auf den Bannern in den Straßen Beiruts. Unsere Augen hatten sich derart daran gewöhnt, dass niemand mehr fragte, was eigentlich gemeint war. Die Banner postulierten, Assad ist unser ewiger Führer. Bei einem Besuch im Norden in Tripoli bemerkte ich eines Tages, dass sich der Slogan verändert hat. Nun lautete er, Assad ist unser Führer in Ewigkeit und über die Ewigkeit hinaus. Ich wusste nicht, was über die Ewigkeit hinaus bedeuten könnte. Ich interpretierte es als Delirium eines Diktators, der von Spiegeln umgeben ist. When Assad died and his young als son Assad Bashar im Jahr 2000 starb und sein junger Sohn Bashar ihm nachfolgte, realisierte ich, dass diese Ewigkeit die Geburt einer neuen republikanischen Dynastie meinte. In their revolution, in ihrer Revolution ergänzten die Syrer dieses Lob an den Willen des Volkes um eine weitere Dimension. Das syrische Volk lässt sich nicht länger demütigen, riefen sie. Die Idee der Würde entstand aus der Tiefe der Erniedrigung. Alles im alltäglichen Leben war zur Erniedrigung geworden. Am auffälligsten ist dabei vielleicht die Demütigung durch die Sprache, in der Worte keine Bedeutung mehr haben und Korruption zum wichtigsten nationalen Wert wird. Since we are in Germany, da wir hier in Deutschland sind, one must not confuse, sei gesagt, dass dies keineswegs mit der nationalen Schande vergleichbar ist, die die Deutschen nach Versailles empfanden. Because here is democracy, die Ursache ist hier eine demokratische und die Demütigung ist weder eine ideologische noch eine nationale, sondern vielmehr und angesichts nicht
existenter Staatsbürgerlichkeit oder als Citoyenneté eine individuelle. Die Geschichten der Revolutionen zeigen, dass die Fantasie der Menschen die Fantasie des Diktators überflügeln kann. In Kairo beteten die Demonstranten als Muslime und als Christen auf dem Tahrirplatz. Da in Syrien alle öffentlichen Räume von der Geheimpolizei und der Armee gesperrt wurden, schufen die Menschen einen neuen öffentlichen Raum vor der Moschee. Es stimmt also einfach nicht, wenn man diese Volksrevolution als fundamentalistisch etikettiert, denn der einzige öffentliche Raum, der zur Verfügung stand, war die Moschee. Der schnelle Fall der Regimes in Tunesien und in Ägypten vermittelte den Menschen in der arabischen Welt das Gefühl, dass die Revolution schnell und leicht sei. Aber die internationalen Interventionen Jemen mit dem Blutvergießen und auch die Unterdrückung in Syrien und das, was in allen anderen Ländern zu beobachten ist, zeigt, dass der Kampf um die Freiheit lange dauern wird und dass der Preis hoch ist. Dieser demokratische Wandel ist dennoch irreversibel. Die arabische Welt betritt jetzt das 21. Jahrhundert und erklärt seine Versöhnung mit der Geschichte. Die Aktivisten auf dem Tahrirplatz und auch in den anderen Städten erklären ihren Willen zur Freiheit und dass sie nicht länger mehr unterdrückt sein möchten von den Diktatoren. Die Regime müssen zusammenbrechen. 11. Februar 2011, 11. September 2001, das ist Geschichte und Beginn einer neuen Ära in der arabischen Welt. Die Spontanität der Revolution und das Fehlen einer politischen Partei bedeutet, dass es dringend ist, dass etwas geschieht und dass neue arabische Intellektuelle gefordert sind, die die Geburt der dritten Nakba erklären. Es ist unvermeidlich, dass das passiert und die Arbeiten und Poeme von Autoren wie etwa Said Abdel Rahman Munif, Nasser Hamid Abu Zaid, Sadala Vanous, Mahmoud Darwish, Amal Dunkul, Ahmad Fuad Najim und Samir Kassir finden ihre Resonanz im kulturellen und politischen Raum der arabischen Welt. Der Kampf für die Freiheit, für Gerechtigkeit und für Frieden liegt noch vor uns. Wir sehen heute die Geburt einer Generation der Freiheit, junge Frauen und Männer, die ihrem Leben, unserem Leben eine neue Bedeutung verleihen durch ihr Wissen, dass der kürzeste Weg zur Freiheit der Kampf um die Freiheit ist. Das Königreich des Schweigens, um mit den Worten des syrischen politischen Führers Riyad al-Turk zu sprechen, bricht zusammen und ein neues Erwachen der arabischen Welt findet seinen Weg durch Demokratie, Würde und Freiheit. Thank you.